Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man die Verwarnung bzw. die Warnung losbekommt. Ich hatte irgendwann mal eine bekommen, weil ich einmal mal den Mund zu weit aufgerissen habe. Das gefällt natürlich der Regierung nicht, wenn man seine eigene Meinung hat. Ich wollte einfach kein Kollektivschaf sein. Ganz einfach. So, damit genug von meiner eigenen persönlichen Meinung, sondern neutral bleiben. Okay. So, wie werdet ihr jetzt die Verwarnung los? Erstmal, so, bekommt ihr diesen wunderbaren Text, den habe ich hier schon mit angefügt. Der wird euch dann angezeigt. Ihr könnt euch ja mal auf Pause machen, ihr könnt das ja auf Pause machen und durchlesen. Okay. Aber jetzt gehen wir mal dahin. Ihr kommt hier drauf. Ihr könnt das nur deaktivieren oder löschen, indem ihr hier auf eure eigene Verwarnung geht. So. Dann müsst ihr hier auf aktiv werden. Gehen. Jetzt überprüfen. Bla 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 bla. Dann kommt ja natürlich so ein Blödsinn hier. Okay. Und jetzt hier rüber. Ja, in diesem Video habe ich immer nur gesagt, dass es mir einfach zu weit geht, dass dass Spielplätze einfach abgeschlossen werden, unsere Kinder in die Wohnung eingesperrt wurden und sozial benachteiligt wurden. Dass unsere Kinder, die eigentlich die sozialen Kontakte brauchen, regelrecht eingesperrt werden sollten. Das hat mir ja nicht gefallen, weil ich ja eigentlich Kinder betreut habe, die dadurch krank geworden sind. Und das hat natürlich YouTube nicht gefallen. Das wurde gleich als medizinische Fehlinformation genommen, obwohl nicht mal das Wort Corona drin war. Aber egal, wurde abgelehnt. Beziehungsweise ihr braucht ja keine Beschwerde bei YouTube einreichen. Denn die, die bei YouTube arbeiten, in dieser Abteilung, in der Beschwerdeabteilung, das sind meist diejenigen, die sonst wo keine Arbeit bekommen. Die können nicht lesen, die können nicht schreiben, die können nicht denken. Ich glaube, die brauchen sogar jemanden, um ihren Popo abzuwischen. Die sind einfach zu blöd zum Leben. Um es mal direkt zu sagen. Also eine Beschwerde bei YouTube einzureichen, bringt nichts, außer es macht einen Rechtsanwalt, dann haben die nämlich gleich Pipi in der Hose. Also geht es gleich zum Training. Ich habe das mal ganz klar und so direkt gesagt, weil ich das persönlich weiß. Dann kriegt ihr hier diesen wunderbaren Text. Okay, ich gehe mal hier runter, könnt ihr euch durchlesen. Prävention, Behandlung und so weiter. Natürlich das, was jeder hören soll, aber oft nicht die ja, der Wahrheit entspricht. Aber das wissen wir ja alle, dass man mit eigenen Gedanken auch ein bisschen überprüfen muss und nicht immer alles glauben sollte. Richtlinientraining. Ihr bekommt 7 Fragen. Diese 7 Fragen müsst ihr ordentlich also ordentlich für YouTube, nicht realistisch beantworten. In einem Video behauptet ein Creator Invermectin, was auch immer es sein mag, und Hydroxychloroquin seien sichere Behandlung, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber war richtig, weil es ja angeblich keine sichere Behandlung gegen Covid gibt. In einem TV-Interview, das auf YouTube hochgeladen wurde, rät ein Kind als Eltern dringend ihre Kinder immunisieren zu lassen. Er sagt auch, dass eine natürliche Immunität viel stärker als die Impfung sei. Natürlich ist das ein Verstoß, weil eine Impfung wird ja bezahlt, da verdient man ja Geld. Also ist das, wo man Geld verdient, immer richtig. Er sagt, man soll sich nicht impfen lassen. Das ist natürlich besser. Menschen sind natürlich zweigeteilter Meinung, aber das, wo immer Geld verdient wird, ist in der Wirtschaft immer richtig, aber nicht im realen Leben. Aber trotzdem ist es ein Verstoß. Oder nicht? Wie? Okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Sorry, aber hätte ich das jetzt zum Beispiel so veröffentlicht, dann wäre mein Kanal gleich wieder gesperrt geworden. Okay, YouTube darf es. Safia, also ich sage jetzt mal Monika, weil ich hasse diesen Namen.
hat eine Unterhaltung mit ihren Freundinnen aufgenommen, in der sie behauptet, ja, dass sie ihre medikamentösen Abtreibungen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, die die Wirkstoffe von, ach, weiß der Teufel, enthalten, unfruchtbar geworden sei. Sophia drängt ihre Freundinnen, keine medikamentösen Abtreibungen durchzuführen, da auch sie dadurch unfruchtbar geworden ist. Geht auf Nein? Okay. Ja, okay. Yvonne, endlich mal ein richtiger Name. Und ihre Freunde diskutieren einen Livestream über das Coronavirus. Yvonne sagt, das Tragische während der Pandemie sei gewesen, dass manche Regierungsverantwortlichen nicht schnell genug gehandelt haben. Ja, das stimmt ja auch. Ihrer Meinung nach wäre es nie so weit gekommen, wenn die Regierung die richtigen Entscheidungen getroffen hätte. Ist ja auch so. Sie sagt, die Regierung sei schuld an der Pandemie. Wenn man der Regierung eine Schuld zuweist, obwohl man recht hat, ist es immer ein Verstoß. Denn die Regierung, wir wissen es ja selber, wir sehen es ja selber, unsere Schulabbrecher, die haben immer recht. Unsere Schulabbrecher wissen immer alles besser als diejenigen mit Lebenserfahrung. Aber trotzdem ist es ein Verstoß. Hä? Ihr kriegt die Krise. Sie sagt, die Regierung sei schuld an der Pandemie und das Ding sagt richtig? Bin ich im falschen Film? Die sagt doch was gegen die Regierung. Wird YouTube jetzt nicht mehr von der Regierung bezahlt? Oder bestochen? Was ist denn jetzt los? Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Mehmet lädt ein Video hoch, in dem, ich muss das mal verkraften. Normalerweise würde YouTube jetzt sagen, nein, das ist ein Verstoß, weil du hast ja hast was gegen die Regierung gesagt. Gegen die Regierung darf man nicht sagen. Es das heißt ja, Meinungsfreiheit gilt immer, nur oftmals muss man mit den Konsequenzen damit rechnen. Also gilt ja Meinungsfreiheit eigentlich nicht. Indem er einen Schwindel bezeichnet, ja, ist ein Verstoß. So. Gut, ein Flugbegleiter lädt ein Tee mit Immun gegen Virus hoch. Er zeigt ein Rezept für einen Tee aus schwarzem Knoblauch und teilt seine persönliche Erfahrung damit. Er trinkt in einer Stunde, ja, vor dem Flug oder bevor er die Menschenmengen eben sich da begibt, um sich vor einer anstrengenden Corona zu schützen. Er empfiehlt anderen, seinen garantierten Wundertipp auszuprobieren. Ja, verstößt gegen ihre Dings. Es ist ja keine Impfung. Man verdient ja kein Geld. Die Biochemiker lädt ein Video hoch, in dem sie die Zuschauer vor allen Impfstoffen warnt. Die Ärzte, lalalala, haben die Pharmaunternehmen sich verschworen haben, um mithilfe von Impfstoffen zu verändern. Lalalala. Ja, natürlich verstößt jetzt den gegen die. Ja, ist richtig. Was hört sich auch schon ein bisschen komisch an. Auch wenn vielleicht das Ding so ist. Gut, ich habe ja schon die 7 Fragen beantwortet. Ist ja geil. So, jetzt habt ihr die 7 Fragen beantwortet. Die Warnung läuft am 90 Tagen aus und die medizinische Fehlinformation wird damit gelöscht. So, Warnung schließen, lalalala, komm mal hin, mach mal hin. Und damit wird das am 27. Dezember wegfallen, sofern man keine neue Verwarnung reinbekommt. Wird jetzt nicht der Fall sein. Ja, gut, das wollte ich euch damit zeigen. So kriegt ihr die Warnungen bei YouTube los. Ich muss ehrlich sagen, ich bin erstaunt gewesen, sobald man irgendwas gegen die Regierung jetzt hier mal irgendwie geschreibt, oder darf das nur YouTube was gegen die Regierung schreiben, und alle anderen werden verwarnt? Keine Ahnung, was da los ist. Das war für mich gerade vollkommen neu. In der Regel ist es so, sobald man sagt, Lauterbach ist doof, Verwarnung, Verstoß gegen die Community. Das war so Standard. Merkwürdig. Okay, na dann. Einen wunderschönen guten Tag noch. Tschüss.